Dann gehen wir mal runter und bauen ein paar Windmühlen. Wo? Da. Und zwar brauchen wir für die Windturbinen die Energy Tablets. Redstone, Gold und Enriched Alloy. Das Rezept habe ich, glaube ich, hier schon drin. Ja, genau. So, zwei Stück pro Turbine. Wie viel wollen wir bauen? Ich würde mal sagen, ja, zwei reichen erstmal für den Anfang. So, dann brauchen wir Enriched Alloy und Osmium Ingot. Ja, das sollten wir hinkriegen. So, den erstmal raus. Wo packe ich denn dich jetzt noch hin? Nee, dich brauche ich. Du kannst mal raus und du kannst mal raus. So, eins und zwei. Was fehlt denn jetzt? Ah, ein Circuit. Ein Circuit. So, Windturbine. Haben wir zwei Stück. Sehr schön. Dann machen wir uns am besten noch gleich. Warte, ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Die Windturbinen geben raus. Was geben die raus? Boah. Moment, 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 Moment. Da muss ich jetzt noch mal gucken. Nee, da nicht. Da auch nicht. Du, 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 du. Nee, ich finde es jetzt so nicht auf die Schnelle. Ja gut, ist egal. Machen wir gleich mal das Hammers. Wo haben wir denn das Kabel? Da. Advanced. Sollte eigentlich ausreichen. Elite? Was macht das Elite? Braucht ein Basic und Circuits. Machen wir gleich das Elite, würde ich sagen. So, machen wir erstmal. Nee, können wir nicht. Brauchen erstmal die Circuits. So. So, 2, 6, 8, 10. Das sind 5 Kabel. Und 6. Gut, das sollte jetzt erstmal reichen. So, dann brauchen wir die Basic. Habe ich noch oben. Die habe ich noch hier. Oder auch. Ach nee, Quatsch, die hatte ich auch unten. So, komm mal runter. So, und hier, Basic Universal Kabel. Genau. Dann gib mir nochmal das Elite-Kabel. Zack. Ja, das Zeug sollte man auch noch reinmachen. So. Aber das können wir uns sperren, das können wir uns sperren. Die zwei, da kommen wir später drauf. So, sechs Universal Kabel. Das sollte erstmal reichen. So, und ich bin schon wieder hungrig, das ist doch nicht normal. So. Dann, gehen wir erstmal raus und suchen uns noch ein schönes Plätzchen. Also ich habe schon ein schönes Plätzchen gesucht. Wie sieht's denn aus mit dem Wetter? Oh, schön sonnig. Können wir auch mal eine kleine Wandertour machen. Haben wir alles dabei? Wir haben die dabei, wir haben das Kabel dabei, ich habe eine French dabei, ich habe was zu essen dabei. Ja gut, gehen wir. Schlafsack ist auch da. Zelt brauchen wir nicht. Schlafen unter freiem Himmel, wenn es sein muss. So, dann klettern wir erstmal da hoch. Dum, 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 dum. Schöne Gegend hier. Oh, Bali. Brauchen wir auch nicht mehr. So, und ich hatte gedacht, die bauen wir hier hin. Ja, also hier so bei den Neuner Fackeln hin. So, eine dahin. Und eine dahin. So, sehr schön. Dann sind die Rotorenblätter auch nicht. Ja, 800 Joule pro Tick gibt er aus. Der kann 8000 Joule pro Tick, ja, gut, sollte gehen. So, 1, 2, 3, 4, 5 und du dahin. So, die machen wir jetzt erstmal hier weg. Komm doch mal her. Was gibst denn du aus? Ja, die läuft. Die läuft. So, der Transceiver kommt da dran. Und muss jetzt natürlich noch konfiguriert werden. So. Publik und privat. Trivolo? Ja. Hast du deine Kanäle gerade im Kopf? Nicht, dass ich da dir irgendwie reinfusche? Ja, Privatkanal. Ah, okay, gut. Dann passt es ja. So, dann gehen wir hier. Ne. 1, 1, 1, 1. Zack. Und du gehst. Halt.
auf Privat. Activate Channel. Ich weiß auch nicht, da müsste dir, glaube ich, einen Kanal anzeigen, der müsste, glaube ich, public sein, aber ich habe keine Ahnung, zu wem der gehört. Okay. 5, ja, 4000 oder 4000 so? Ist das. Oder 4000, genau. Naja, ja, keine Ahnung, zu wem der gehört. Lassen wir den mal. So, und hier müssen wir dann natürlich noch Power Mode Send geben. Wie ihr seht, ihr könnt noch Items und Flüssigkeiten damit verschicken. Und der füllt sich, deswegen gehen wir jetzt auch direkt zurück in die Basis und stellen dann das Gegenstück auf. So, und wieder runterlaufen. Ach, ist das schön. Und, oh, guck mal, hier ein Schmetterling. Weg ist er. Was ich hier wieder Schmetterlinge rum habe. Ja, zum Glück machen die nicht so ein komisches Grillenzirpen. Der war gut, gell? Nein. Ja, schade. Not really. So, runter in den Keller. Erste Etage. Zweite Etage. Und da hingestellt. So, müssen wir den noch aktivieren und dann auf Receive gehen. So, kriegt er was? Warum kriegt er jetzt nichts? Ja. Einer Send, einer Receive. Ja, ja, der eine ist auf Send und der andere ist auf Receive. So, Send? Nö. Den können wir mal da wegmachen. So, Channel Activate. Irgendwie will er nicht. Hast du ein Kabel zwischen dem Apparat und der Windenergie? Ja, habe ich. Also der füllt sich auch. Der hat die Frequenz, der hat die richtige Frequenz, die habe ich ja ausgewählt. Und Send und Receive, ich frage nur, ich gehe nur mal einfach alles ab. Send und Receive auch bei Power, ja? Ja, ja. Gut. So, okay, gut. Also hier Power Receive. Power Mode ist Receive. Warum der jetzt nicht will? Ja, keine Ahnung. Braucht er noch ein Kabel? Braucht er einen Abnehmer? Eigentlich nicht. Eigentlich müsste der zweite sich dann auch instant füllen. Werden wir dann nochmal prüfen müssen. Oh, den tue ich jetzt auch mal da rein. Ah, hoch mit dir. Dann gehen wir nochmal zurück. Vielleicht habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht. Seltsam. Also hier, irgendwie ist es nicht mein Aufnahmetag. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe vorhin noch Hydraulic-Craft aufgenommen und da wollte der Washer nicht so, wie ich dachte. Oder wie ich wollte. Alte Zicke. So. Nee, der füllt sich. Füllt sich. Ja. Also läuft. Genau. Privater Kanal. Den da weg. Ah, den können wir auch wegmachen. Komm weg. So, und Power Mode Send. Und der füllt sich. Ja, der füllt sich. Always active. Public Channel, nee. Der ist aktiv, ja. Nochmal zurück. Vielleicht habe ich auch vergessen, den Kanal einfach nur aktiv zu schalten. Auch haben. Ja. Einmal zu wenig draufgeklickt. Entschuldigung. Ach ja. Ja, zum Glück sind die Wege wirklich nicht so weit. Dumm, 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 dumm. So, komm, lass mich mal. So. Wieder ins Stock, halt. Alle Maler Aquamaler. Ja, gut. Ja, yeah. Jetzt geht er. So, gut, dann können wir den erstmal wieder abbauen. Das Fluidukt. Der kommt dann nämlich woanders hin. Zack, zack. Und zack. Habe ich noch zwei Eimer? Natürlich habe ich noch zwei Eimer. Ey, ist er fast so wie gewollt. Ja, gut, und nehmen wir dich noch mit. So, passt. Jetzt habe ich natürlich den Stein dabei. Naja, wurscht. Den Cube lasse ich jetzt erstmal hier stehen, aber das Kabel will ich noch ein bisschen anders verlegen.
So, komm mal her. Dumm, 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 dumm. Du auch, Feigling. Traut sich einfach nicht. So, zack, 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 zack. Das sind jetzt drei. Da brauchen wir noch ein paar. Basics. So, das ist das Elite. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Advanced. So, geh mal her. Brauchen wir noch ein paar. Ja, gut. Machen wir noch. 15 sollte erstmal reichen. So, du dahin, du dahin, du dahin. Dann bleibt es erstmal so. Gut, dann. Ich klinke mich an dieser Stelle aus. Ja, dann einen schönen, geruhsame Nacht und so, ne? Ja, genau. Wir hören. Mach's gut. Mach's gut. User disconnected from your channel. So, und dann können wir, wenn das jetzt der richtige ist, das ist der richtige mit Carbon. Und ja, da bräuchte ich eigentlich im Prinzip noch einen. Den machen wir dahin und der ist leer. Gut. In der Enrichment Chamber können wir ja Redstone. Redstone zu diesem Compressed Redstone machen. Den nehmen wir dann als Fuel für dieses hier. Für den Infuser. Und die Sounds, die finde ich affengeil. Kann jeder sagen, was er will. Ich finde die geil. So, zack. Rein mit dir. So, und was gibst du mir? Rich. Nee. Enriched Alloys. So. Hätten wir die Produktion schon mal wieder. Und der ist eigentlich schnell leer. Ah, dass ich immer so ein E eintippen muss. So, was zieht denn der überhaupt? Lass mal. Hier. 50 Joule pro Tick. Okay, und die zwei. Nochmal 50. Ja, das sind 150. So viel wird die Winterlage nicht bringen. Dann. Oh Mann, eh. Dann müssen wir da nochmal. Ja, ne? Und so. So, wie weit bist du? Ja, du machst schön hier das Zeug. Sauber. Dann. Hier. Ist es der? Ich glaube schon. Ja, genau. Nehmen wir den. Wo baue ich denn den jetzt hin? Der braucht doch Wasser und Strom, alles. Will ich den jetzt erstmal hier hin machen und dann hinten dran nochmal den Aquarius hinstellen, den ich jetzt eben wieder abgerissen habe? Na. Kerle. Mach's doch mal richtig. So, zack und zack. Und dann du wieder da rein. Erstmal alles weg und dann hier hoch. Und ich habe zu wenig Liquidukts. Fluidukts. Haben wir ja zum Glück noch ein paar oben. Och. Sollte auch die richtige Taste treffen. Taste. Die richtige Taste. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht, ne? Oh, schon wieder Ruhe. So, füllst du dich jetzt mit Wasser? Jawohl. So, oh, der fängt auch gleich an. Der fängt auch gleich an. Sehr schön. So, Hydrogen und Oxygen. Das Hydrogen werden wir weiterverarbeiten können. Hoffe ich doch. Wo ist er? Zu dem Hydrogengenerator. Dann könnten wir hier eigentlich die Cube schon wieder abbauen. Warte mal, warte mal, warte mal. Du hast jetzt. Okay, das lassen wir jetzt mal weg. Das dumpen wir jetzt. Du hast es. Machen wir jetzt mal daraus wieder Stahl. Ah, du hast. Oh, armer Kerl. Hat gar keinen Treibstoff mehr. So. Zack, passt. Jo, wenn der voll ist, dann müsste er ja eigentlich auch aufhören zu arbeiten. Und ich würde sagen, wir machen das erstmal in einem Gastank. Hydrogen. Ja, gut. Nehmen wir leeren. Iron Dust und jede Menge Osmium. Sollten wir eigentlich haben. Osmium. Wo ist Iron? Ah, hier. Iron Dust. Ja, gut. Doch nicht so viel. So, einen Gastank. Sehr schön. Ja, das Ding werde ich jetzt noch komplett umbauen müssen. So schön, wie es da jetzt aussieht. Nee. Also, der braucht einmal Strom, einmal Wasser. Strom kriegt er von unten, Wasser kriegt er von hinten. Okay. Dann
Kann ich den eigentlich? Nee, ich muss von der Seite dran, ne? Jetzt bin ich gerade mal seltsam am Überlegen. Warte mal, du kommst erstmal weg. Du und du. Aber alle bei mir in die Tasche. Danke. So, du weg und bleibt der voll? Werden wir gleich sehen. Nee, das ist der falsche. Da. Nee, auch nicht. Hier. Da ist er. Alter, die Taschen schon wieder brechen voll. So, zeige mal. Toll. Leer. Naja. So, du kriegst jetzt erstmal nochmal Wasser. Sehr schön. Der produziert ja schon wieder. So. Dann kommst du auch weg. Hier ist er doch. Zack. Und der Hydrogengenerator kommt dann hier hin. Oh, und gleich fängt er schon mal an. Sehr schön. So, und ist aus. Warum? Ist klar. Der gibt die Energie nicht mehr weiter. So, zack. Zack, 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 zack. Ey, das ist sau doof. Kann ich den nicht irgendwie drehen? Ja doch, aber das bringt mir dann auch nichts, ne? Warte mal, wenn ich den so drehe, dann füllt er sich immer noch mit Wasser. Empty. Ja gut, der ist jetzt auch im Moment ein bisschen leer. Okay. Oh, gib das Kabel schon her. Dann müsste ich das alles in diese Richtung aufbauen. Dann würde ich sagen, fange ich da hinten an. Ja, das ist so ein Ding von mir, das, ja, müsste jetzt durch. Und die Taschen voll. Super. So, wie weit machen wir das? Ich würde sagen, ja, bis hierhin, ungefähr. Ey, was kann ich denn weg? Nix. Naja. So, du erstmal da rein. Nee, erstmal zwei Eimer rein. Dann kann ich die schon mal was decken. Du einmal und zack. Was war denn das? Hehe, hab schon gedacht. So, der Aquarius liegt wahrscheinlich noch da hinten. Ja, da ist er. Na, verdammt, das falsche aufgenommen. So. Hoch, hoch mit dir. So, du da rein. So, dann wieder das Altbekannte. So, und du jetzt erstmal. Ja, wurscht. Halt. So. Und wieder ein Slot frei ist doch schon mal was. Dann kommst du noch nicht. Dann, der kommt dahin. Und da hat sich Minecraft verabschiedet. Sehr schön. Ja, Disconnect by Server, Internal Server Error. Okay, gut, dann probieren wir es auch gleich nochmal. Irgendwas habe ich da gerade verkehrt gemacht. Komisch. So, wenn ich jetzt nochmal draufklick. Das gleiche. Super. Alter, irgendwas hat er. Da könnte ich schon wieder ausrasten. Da könnte schon wieder ausrasten. So, und jetzt? Wo ist mein Crescent Timer? Da. So, abbauen kann ich ihn. Das ist schon mal was. So, jetzt machen wir es so. 1, 2, 3. Du jetzt dahin. Ja, ich lasse ihn jetzt einfach mal so. Du her. Und du dahin. Oh, du bist immer noch voll. Sehr schön. Und du? Ha. So, warum kriegt er keinen Saft? Weil das Ding nicht nach unten weggibt. Haha. Der gibt nur nach vorne weg. Ja, natürlich. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir den Eimer. So, jetzt kriegt er noch. Nee, kriegt er nicht mehr. Aber der kriegt jetzt Saft. Och je.
Ach so, ja, klar, der ist jetzt direkt. Gut. Nee, da geht's auch nicht. Gut, dann drehe ich dich nochmal.